La 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 la. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ansage von einem Hen auf Blatt. Yo! Und hey, Tinendo ist auch schon dabei. Yo! Wir haben heute wieder mehrere Themen zu bearbeiten. Themen. Und heute gehen wir ein bisschen durch die Pampa. Ihr merkt das hier schon. Wir sind im Busch angekommen. Richtig im Busch. Heute aus dem Jungle wieder. Ja, erstes Thema. Ich habe mir das auf die Hand geschrieben. Gamescom. Duckt er sich. Limbo. Gamescom, Tinendo. Yo, Gamescom. Geile Sache. Ja, wir... Nächste Woche. Ich bekomme jetzt immer öfter natürlich die Frage, ob ich auf der Gamescom bin. Und ja. Ja, ist er. Ich ist bin er alle Tage auf der Gamescom, sogar am Mittwoch. In der Tat. Ist von Donnerstag bis Sonntag da. Und wir werden natürlich da auch anzutreffen sein. Also ich gehe zur Gamescom, um euch und also generell um Leute zu treffen. Jedenfalls wird es auch ein großes offizielles Fantreffen geben. Offizielles Und Fan-Treffen. Zwar auch mit Maxim, Tinendo und Perik. Alter, ist ein Zelt. Alter, hast du Zoom? Hast du schon mal so Fallout gespielt? Die Kannibalen wohnen hier. Scheiße. Schwörst du? Ich schwöre. Aber gegen das Zelt pinkeln. Ja, lass mal gegen pinkeln. Ja. Offizielles Fantreffen mit Maxim, mit Perik, Tinendo und Hen auf Blatt. Oh ja. Oh, krasse Sonne. Boah, nicht so krass, aber hell auch. Wann? Freitag, 17 Uhr. 17, wobei es ein bisschen spät, würde ich sagen. 18 Uhr macht die Tüte da zieht dicht. Echt? Ja, macht über 15 Uhr. Nee, deswegen machen wir es ja draußen. Ach, draußen willst du das machen? Ja, irgendwie, ich war ja noch nie auf der Gamescom. Du kennst dich da ein bisschen aus. Ja, du hast da halt verschiedene Hallen. Also mein Treffen wird vor einer Halle sein, letztes Jahr. Aber wenn da sehr viele sind, dann wollen die Ordner das auflösen. Ja, ich weiß nicht, ob das also nicht wirklich wir haben uns halt gedacht, der Perik, der Maxim und ich, ob hey, wir... Alter, ist das hier schön. Ja, das ist schön hier. Ob wir... Oh, das sitzt gegen die Sonne. Gegen die Sonne müssen wir. Ja, wir haben uns überlegt, ob wir vor einer Halle das machen. Das heißt, nicht auf dem Messegelände selbst. Vor den Hallen ist sehr viel Platz. Eine genauere Info wird dann noch kommen, und zwar auf Facebook. Kann man noch mal wie gesagt, wir wollen da, auch erstmal schauen am Mittwoch oder so, ob wie das Ganze aussieht, was man da, wo es da am besten ist, sich zu treffen mit euch. Und da wird's. Da kommt noch was, Facebook oder Twitter. Knallhart. Oder wir machen sogar noch ein Video dann spontan, einen kleinen Vlog. Mein Gott, eine Minute oder was. So, das war der erste Punkt. Zweiter Punkt, Tinendos in Berlin. Ich bin da. Gerade. Zu Besuch, eine Woche. Eine Woche. Und ziemlich gleichzeitig mit mir ist der Alex nach Berlin gezogen und wir werden hier ganz schön krasse Scheiße machen, Tinendo. Ganz schön krasse Scheiße, ich sag's dir. Unter anderem wie sowas. So, ja. Das ist schon krass. Das ist schon heftig, oder? Krass. Das ist schon heftig, aber ich bin ganz ehrlich, ne? Komm, wir drehen uns nochmal. Ey, das ist so schön, die Aussicht. Ey, das ist doch geil. Das ist doch geil. Das ist doch einfach geil, oder nicht? Ja, das ist schon geil. Das ist geil. Da würde ich mich ja auch hier nackt zelten gehen. Ja, du bist in Berlin. Ich bin gerade in Berlin, ja. Wir haben Pläne für euch. Wir werden Wii U zocken, werden das auch aufnehmen. Ja, ganz viel. Mit Alex auch, mit dem Kavalierpiraten. Und Harry Potter 4. Koop. Alter. Ich reiche mir an die Insekten, Entschuldigung. Ja, tun wir. Ich war gerade die Mega-Ankündigung. Ja, Entschuldigung, wenn Harry Potter 4. Koop! Alter, das schallt hier. Die wissen auf jeden Fall Bescheid da hinten. Warte. Koop! Helga! So, könnte sein, dass jetzt gleich die Polizei kommt. Die Bullen kommen gleich und mit einem Bötchen. Deswegen machen wir jetzt ein bisschen zügiger. Wir beeilen uns mal lieber, ne? Es gibt ja auch noch unsere Wand im Studio. Die wird auch immer proppenvoller. Allerdings, ein kleiner Wunsch von mir, versucht die Bilder farbig zu gestalten. Farbe ist immer gut. Weil Farbe, das sieht dann einfach 10-mal geiler aus. Wir freuen uns übel krass über eure Zeichnungen. Sind auch teilweise richtige Kunstwerke dabei. Muss ich sagen. Also ich habe die jetzt zum ersten Mal jetzt gesehen. Ich war sehr beeindruckt teilweise. Genau. Ich habe da sehr schön gemacht. Und der Plan ist halt, an allen vier Wänden irgendwann nur noch diese Bilder zu haben. An allen vier Wänden soll Und ihr könnt euch halt wirklich in unserem Studio
Verewigen. Für immer. So, das war Punkt 10.000. Nächster Punkt. SCS ist vorbei. Ja. Viele fragen, wie es jetzt weitergeht. Also der Split ist vorbei, Tinnen. Nur erklär mal, wie es weitergeht. Der was ist vorbei? Der Split? Ja. Ja. Bananensplit kann man essen beim Eis. Es ist Bananeneis und eine Banane. Und das ist vorbei jetzt, weil es aufgegessen ist. Gegessen, die Sache. Du sagst es, die Sache ist gegessen. Jetzt geht es auf die Worlds zu, wo die besten Teams aus allen Ligen die Weltbesten ever gegeneinander antreten. Schwöre. Forever. Ich schwöre dir das. For everyone. Ich schwöre dir das. Und genau, das ist der nächste Punkt, World Finals. Die werden wir hoffentlich ähnlich aufziehen halt wie LCS oder All-Star Event, wo ich dann auch wieder moderieren werde, wo der Maximum mit Pericastle und wir Gast einladen. Und ich diesmal auf der Analyse-Couch. Ja, natürlich. Der Tenendo ist ja ein richtiger Profi geworden. Natürlich. Also ich kenne mich aus, ich weiß, wie die Leute ticken. Und ja, also der Split ist vorbei, die Season ist vorbei und die nächste fängt, glaube ich, erst nächstes Jahr an. Und ja, ist jetzt halt einfach vorbei. Ist vorbei. Ist vorbei. Es war eine geile Zeit. Ja, mit Nebel. Ja, ich weiß, es war eine geile Zeit. So geht der Text. Ja. Lernen von meinen Freunden. So, nächster Punkt. Stream. Stream. Gestern haben Tenen und ich gestreamt mit Kutscher. Es war einzigartig. Das war wirklich, das kann man nicht beschreiben. Ja, ich werde jetzt vermehrt streamen. Wir können auch noch mal ein bisschen gehen, denke ich. Ja, guck mal, so, gehen wir mal da lang. Können wir auch noch filmen. Ja, guck mal, im Hintergrund jetzt ein schönes Boot. Ah, toll. It's a beautiful. Es ist so schön hier. It's beautiful out here. Es ist einfach schön. Berlin. Berlin. The Stadt just on the Meer. Berlin. Berlin. Oh, hier ist Wasser. Letzter Punkt. Stream. Stream. Ich werde jetzt öfter streamen. Stream. Einfach so, weil ich es kann. Weil ich alles kann. Also, geht auf Twitch und followt auf jeden Fall meinem Kanal. Es war einfach nur awesome. 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 Powers. Awesome Powers. Ja, wir werden da halt auf meinem Level entsprechend streamen, das heißt mit viel Dünnes. Da ist wirklich sehr viel Dünnes im Raum. Sehr viel Dünnes. Und schlank und rank. Manchmal auch ein bisschen gröber, aber nur manchmal. Auch gerne. Generell eher Dünnes. Gerne dünn, aber auch dann grob und fett. Genau. Sieht man das Zelt? Ich weiß nicht. Du siehst das. Ich sehe gerade total gegen die Sonne. Ja. Ich auch. Ja, ich würde sagen, das war's. Das war wirklich sehr schön hier, muss ich sagen. Kannst du noch mal so eine Panoramaaufnahme machen? Zum Abschluss würde ich sagen, Tenendo, wir haben ja einen neuen Song. Wir haben einen neuen Song. Und ich würde sagen, den werden wir noch mal performen. Eins und zwei. Und eins, zwei, drei, vier. Ficke, ficke. 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 Ficke, ficke, fuck, fick, 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 f